Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sehenswert. Heute werden wir in die geheimnisvollen Tiefen unseres Ozeans eintauchen, um die seltsamsten und faszinierendsten Kreaturen zu entdecken, die in unseren Ozean leben. Die Tiefsee birgt eine erstaunliche Vielfalt an Lebewesen, von denen viele einzigartige Anpassungen entwickelt haben, um in den extremen Bedingungen der Tiefsee zu überleben. Lasst uns gemeinsam einige dieser faszinierenden Wesen entdecken. Beginnen wir mit dem faszinierenden Vampirtintenfisch, einer der seltsamsten Bewohner der Tiefsee. Diese Kreatur, die auch als Vampirkrake bekannt ist, hat ein ungewöhnliches Erscheinungsbild durch ihre roten Augen und die transparente Haut. Er gehört zu den Tiefseearten, die biolumineszente Organe besitzen, die dazu dienen, Licht zu erzeugen. Damit kann er eine Wolke aus Leuchtpartikeln ausstoßen, um potenzielle Feinde zu verwirren. Der Vampir-Tintenfisch ernährt sich von kleinen Organismen und nutzt seine langen Tentakel, um seine Beute zu fangen. Eine seiner faszinierendsten Eigenschaften ist seine Fähigkeit, seine Farbe zu ändern, um sich in seiner Umgebung zu tarnen oder zu kommunizieren. Er lebt in der Tiefsee zwischen 600 und 3000 Metern Tiefe und bevorzugt sauerstoffarme Umgebungen. Ein weiteres faszinierendes Lebewesen der Tiefsee ist der Geisterhai. Diese Kreaturen ähneln einer Mischung aus Hai und Rochen und haben eine eigenartige Erscheinung, die sie von anderen Haiarten unterscheidet. Der Geisterhai zeichnet sich durch sein langsames Schwimmtempo und seine schwebende Bewegung aus, die ihm hilft, in der Dunkelheit der Tiefsee zu navigieren. Geisterhaie haben einen einzigartigen Kopf, auf dem sich seine einziehbaren Geschlechtsorgane befinden. Genau wie beim Vampirtintenfisch verfügt der Geisterhai über leuchtende Organe, die dazu dienen, Beute anzulocken oder Feinde abzuschrecken. Sie ernähren sich hauptsächlich von kleinen Fischen und Krebstieren. Kommen wir zu einem anderen bemerkenswerten Lebewesen der Tiefsee, dem Fangzahnanglerfisch. Einer Kreatur mit einem gruseligen Aussehen, welches sich auf faszinierende Weise der Umgebung anpassen kann. Diese Tiefseebewohner haben einen großen Kopf mit scharfen Zähnen und einem leuchtenden Köder, der an ihrer Stirn baumelt und dazu dient, Beute anzulocken. Die größten zwei Reißzähne des Unterkiefers sind im Verhältnis zur Körperlänge die längsten aller bekannten Meeresfische. Der Fangzahnanglerfisch lebt in den tiefsten Regionen des Ozeans, wo das Licht kaum durchdringt. Sein leuchtender Köder wird von kleinen Beutetieren angezogen, die er dann mit seinen scharfen Zähnen fängt. Unsere nächste seltsame Kreatur der Tiefsee sind die Riesenseespinnen. Diese skurrilen Meeresbewohner ähneln einer Mischung aus Spinne und Krebs. Sie haben lange, dünne Beine, die ihnen helfen, sich über den Meeresboden zu bewegen. Ihr Körper hat einen Durchmesser von rund 37 cm. Von der Spitze eines Beines zum anderen misst sie in ausgestreckter Lage bis zu unglaublichen 3,7 Meter. Riesenseespinnen ernähren sich von kleinen wirbellosen Meeresbewohnern und haben eine einzigartige Anatomie, die es ihnen ermöglicht, sich an die extremen Bedingungen der Tiefsee anzupassen. Ein weiteres faszinierendes Lebewesen der Tiefsee ist der Tiefsee-Gelbflossen-Thunfisch. Eine Art von Tiefseefisch, der sehr tief in den dunkelsten Regionen des Ozeans lebt. Diese Kreaturen haben ein eigenartiges Aussehen, das sie von anderen Thunfischarten unterscheidet. Er kann bis zu 2,40 Meter lang und 200 Kilogramm schwer werden. Seine zweite Rückenflosse und die Afterflosse sind strahlend gelb, was ihm seinen Namen verleiht. Seine großen, gelblichen Augen helfen ihm dabei, in der Dunkelheit zu sehen. Er ernährt sich überwiegend von kleinen Fischen und Krebstieren. Schauen wir uns die Tiefseekrake oder auch Dumbo-Oktopus an. Der Name Dumbo stammt von ihren großen, elefantenohrartigen Flossen, die über ihren Augen vom Mantel abstehen. Die Tiefseekrake lebt in großen Tiefen von 3000 Metern. Sie verfügt über lange Tentakel, die ihr dabei hilft, sich durch das Wasser zu bewegen und nach Beute zu suchen.
Ein weiteres beeindruckendes Lebewesen der Tiefsee ist der Riesenkalmar, eine der größten bekannten Tintenfischarten. Diese Kreaturen können eine Länge von bis zu 14 Metern erreichen und ein Gewicht von bis zu einer halben Tonne. Sie haben auffällige große Augen und lange Tentakel. Der Riesenkalmar lebt in den tiefsten Regionen des Ozeans und ernährt sich von kleinen Fischen und anderen Tintenfischen. Unser nächstes seltsames Lebewesen der Tiefsee ist der Drachenfisch. Eine faszinierende Kreatur mit einem gruseligen Aussehen, welche sich auf einzigartige Weise der Umgebung anpassen kann. Diese Tiefseebewohner haben einen langgestreckten Körper und große, zahnähnliche Strukturen am Kiefer, die dazu dienen, Beute zu fangen. Manche Exemplare haben eine unglaubliche Länge von bis zu 17 Metern. Der Drachenfisch lebt in großen Tiefen, ist nachtaktiv und nutzt seine speziellen Taschenlampen unter den Augen, um Beute zu beobachten oder während der Balz zu kommunizieren. Ein weiteres bemerkenswertes Lebewesen sind die Grenadierfische, welche auch Rattenschwänze genannt werden. Diese Kreaturen haben einen langgestreckten Körper und einen auffällig langen Schwanz, der ihnen diesen Spitznamen verleiht. Sie besitzen Leuchtorgane am Bauch, die sie in der Dunkelheit nutzen. Außerdem können sie durch Vibration auf der Schwimmblase Töne erzeugen. Grenadierfische leben in großen Tiefen und ernähren sich hauptsächlich von kleinen wirbellosen Meeresbewohnern. Sie sind bekannt für ihre erstaunlichen Anpassungen an die extremen Bedingungen der Tiefsee. Und abschließend schauen wir uns die Tiefseequappen an. Eine faszinierende Kreatur mit einem eigenartigen Aussehen und einzigartigen Anpassungen an das Leben in der Tiefsee. Obwohl sie zu den echten Knochenfischen gehören, besteht ihr Skelett weitgehend nur aus Knorpel. Tiefseequappen haben einen langgestreckten Körper und eine fast glasartige Erscheinung, die ihnen hilft, in der Dunkelheit der Tiefsee zu überleben. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus kleinen Fischen. Und damit schließen wir unsere faszinierende Reise durch die seltsamsten und faszinierendsten Lebewesen der Tiefsee ab. Welche dieser Kreaturen hat euch denn am meisten fasziniert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei.